Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Pokémon Let's Go Pikachu meiner Ash Ketchum Challenge. Wir sind hier auf der Sinnoh-Insel und wollten den 7. Arena-Leiter herausfordern und uns den 7. Orden gönnen. Doch leider standen wir vor der Arena und da stand, sie ist geschlossen. Und wir sollen den Schlüssel suchen in dieser netten Geistervilla hier. Also haben wir uns auf den Weg gemacht zusammen und sind nun hier in dieser Geistervilla und suchen den Schlüssel. Yes! Darum, nicht lange geschnackt, wir legen mal los. Letztens haben wir gegen diese nette Dame da hinten gekämpft und ja, was soll ich sagen, wir haben gewonnen. Aber es hat unseren Pokémon ganz schön eins gekostet. Darum bin ich kurz raus zum Center und habe sie geheilt. Denn da war echt, sag ich mal, der Hut am Brennen. Aber sie war ja auch einer der besonderen Trainer. Wir haben ja auch eine DM dafür bekommen. Und es war nicht diese DM. Hallo Schmarotzer. Ah, ein bisschen was über die Hütte hier haben wir auch schon erfahren. Hier wurde wohl nach Mew geforscht und Mewtwo erschaffen, der dann sich entschieden hat, die Hütte ist scheiße, ich hau ab, und hat sie ein bisschen in Schutt und Asche gelegt. So wie sie es halt gehört. Oh, hi. Du bist sicher ein Trainer, oder? Ja, komm her. Mein Mentor lebte einst hier. Aha. Das heißt, du gehörst zu Team Rocket und kennst Giovanni. Ja, okay. Na, Götz, was geht ab? Smogmog. Götz, keine Selbstzerstörung, hä? Bitte nicht. Daubos, Luftschnitt. Guter Schaden. Oh oh. Gott sei Dank, nicht vergiftet. Puh. Und? Da weicht einfach aus. Das ist jetzt schlecht. Da weicht Daubos einfach beinhart aus. Also nicht Daubos, sondern Smogmog weicht Daubos Angriff einfach aus. So ein Arsch. Uiuiui. Okay, da kann ich dich nicht drin lassen, Daubos. Magneton würde dich sicher besiegen. Also Pikachu mit Durchbruch. Alter, Pokémon erst vor kurzem geheilt und schon wieder ist eins ziemlich... Uiuiuiui. Ich habe schon gesehen, ich werde wieder Tränen ausweichen, wenn es möglich ist. Ah, schade, kein One-Hit. Kaum Pikachu ausweichen. Ah, dann halt nicht. Oh, sogar das macht Schaden, ey. Was ist mit euch los? Okay. Magneton kampfunfähig. Pikachu geht's noch relativ gut. Was rufst du jetzt? Götz. Magma. Bleibt Pikachu, denn Pikachu kann ja unseren neuen Surfer. Bletcher-Surfer. Der sollte ja relativ gut Schaden machen. Hat recht gut Schaden gemacht, sehr gut. Oh oh. Alter, machen die Schaden. Uiu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 
Was hat ein Slimer so an Fähigkeiten? Komm, sprich mit mir, Slimer. Donnerschlag, genau. Slimer haben wir Donnerschlag gelernt, hä? Das heißt, wir werden Slimer nehmen. Komm. So. Kann ja nur schrecklich enden. Einmal hinab. Wie gesagt, wenn möglich, werde ich den Trainern ausweichen. Dafür nicht den Pokémon, wie ihr seht. Eieieiei. Du drehst dich doch sicher gleich um. Ey, ich wusste es. Och, Magma. Echt, ey. Von hinten angreifen ist echt unfair. Komm. Ja, danke. Toll. Ein Hypertrank. Den habe ich ja gebraucht. Schnell, schnell, schnell. Was ist hier hinten? Nichts. Okay. Ganz schnell geschaut. Ich will gegen den nicht kämpfen. Weil zwei meiner Pokémon sind schon ziemlich am Sack. Da will ich nur die Kämpfe machen, die ich nicht ausweichen kann. Und ich hoffe, davon kommt keiner mehr. Ja, es war klar. Okay. Oh Gott. Wer bist du? Hier sollte eigentlich niemand sein. Ich weiß. Aber irgend so eine komische Arena ist geschlossen, weil der Schlüssel hier liegen soll. Oh Gott, ein Elektroball. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Schaufler. Nein. Er ist schneller. Warum? Warum bist du schneller? Ja, toll. Bringt mir viel, weil es sehr effektiv ist, wenn Slimer langsamer ist. Oh Gott. Ja, Radikal geht ja auch sofort drauf. Ja, ich habe keine Wahl, Leute. Ich hoffe, dass Pikachu im Endeffekt ausweicht. Weil Slimer ist down. Pikachu kann halt noch down gehen. Aber das ist das geringste Opfer, was ich bringen könnte. Oh, Pikachu. Ich küsse deine Füße, Mann. Durchbruch. Sei schneller. Jetzt ist er nicht schneller. Nein! Aber er hat überlebt, oder? Oh Gott. Oh Gott. Alter. Oh, diese Gefühlsausbrüche. Oh Gott. Ernsthaft. Jetzt kommt noch ein Slimog. Oh ja, hasst mich doch. Glurak. Ja, komm, Glurak. Brenn einfach das Gift nieder. Boah, wenn der jetzt auf Donnerschlag kann, dann bin ich im Arsch. Gott. Brenne. Komprimator. Oh, das lässt ihn schwerer treffen, hä? Also wir können ihn schwerer treffen. Dann nehmen wir lieber Flügelschlag. Da ist die Chance höher. Macht aber weniger Schaden. Matschbombe. Ja, klar. War wieder so klar, dass er vergiftet wird. Ey, komm schon. Flammenwurf hat er ja auch 100%. Nehmen wir Flammenwurf. Und wer weicht aus? Und er macht nochmal Komprimator. Okay, jetzt wird's aber übel. Glurak kassiert wieder Schaden. Nö. Ja. Puh. Ey, ich liebe meine Pokémon.
Die geben wirklich immer alles. Und wieder vergiftet. Komm, du musst treffen, Glurak. Du musst treffen. Er trifft. Bitte versiegen, bitte versiegen. Oh Gott, Alter. Oh Gott, Alter. Ein Wechselbad der Gefühle heute wieder mal. Was für ein Reinfall. Ja. Alter. Wir haben minimal Probleme, Leute. Alter, wir haben nicht nur minimal Probleme, wir haben richtige Probleme. Guckt euch das an. Ja, ja, es... Komm, radikal. Oh Gott. Oh Gott, bitte. Es darf kein Trainer mehr hier sein. Lass bitte keinen Trainer mehr hier sein, den ich bekämpfen muss. Einen, den ich ausweichen kann, okay. Ah, mal wegteleportiert. Oh. Ernsthaft? Wirklich? Ist nie passiert, dass ich da drauf getreten bin, nur dass ihr es wisst. Hi Junge, was geht ab? Ich verrate dir jetzt mal was. Wenn man auf das Feld da tritt, wird man zum Eingang zurückteleportiert. Na, da staunst du, was? Hätte den vorher anreden sollen, ne? Aber ich hatte Schiss, dass es ein Trainer ist. Aber gut. Ja. Hier ist eine Tür verschlossen. Tagebuch. 1. September. Mewtwo ist zu stark für mich. Ich bin außerstande, seine unkontrollierten Wutausbrüche einzudämmen. Tja, das nennt man blöd gelaufen. So. Ich werde mich hier vorbeimogeln. Mal schauen. Okay. Das heißt, ich muss die Ding öffnen, muss mich dann anders vorbeimogeln. Kapiert. Ratz, du nervst. Puh, das war knapp. Und natürlich, ich war zwar jetzt draußen, aber ich habe natürlich meine Pokémon jetzt nicht geheilt. Ich habe sie auch nur bei vorher geheilt, weil das im Endeffekt so eine Spezialtrainerin war. Alter, willst du mich verarschen? So, jetzt aber. Uiuiuiuiuiui. Okay. Och, noch so einer. Dreh dich weg. Danke. Oh, hier ist die Tür wieder zu. Ein Sonderbonbon. Sehr schön. Kann man immer brauchen. Radfratz, radikal. Nein, du siehst mich nicht. Nein, du siehst mich nicht. Nope. Ditto. Da ist ein Ditto. Sorry, Ditto fange ich. Also ich darf es nicht benutzen, aber ich will Ditto. Silberne Sana-Beere. Da, friss. Extra für dich, Ditto. Beutel. Überball. Komm. Ach, komm schon. Was soll das? Da hüpft er hin und her. Ja? Nein! Dann nochmal. Da. Hier. Der verarscht! Immer Superbälle. Oh Gott, sieht auch nicht viel besser aus.
Ja? Nein. Ey, ich schieß nach links und der Ball fliegt nach rechts, Alter. Hopp, rein da. Ich glaub nicht, dass wir das Ditto fangen werden. So ganz sicher nicht. Hör mal auf, dich die ganze Zeit zu wehren. Controller, ich halte dich recht. Ich spiele heute wieder mit dem anderen Controller, wie ihr seht. Und ich glaube, der scheint wirklich langsam den Geist aufzugeben, denn der schießt, wo er hin will. Ja, das ist eine gute Position. Diese Position. In die Position will der Controller. Ja. Ah, ich werde wohl den Controller bald wechseln müssen. Aber die Dinger sind so schweineteuer. Slimer erreicht Level 44. Und sehe ich da richtig? Oh, Nanu, Slimer entwickelt sich. Und sehe ich richtig, dass da vorne Betten waren? Kann ich mich denn schlafen legen? Slimer. Schön. So. Ditto. Wenn es einen Gegner ausmacht, verwandelt es seinen Körper in eine nahezu perfekte Kopie seines Gegenübers. Ah. Kann ich hier schlafen? Ja, gut, nehme ich auch, aber kann ich hier schlafen? Yo! Ich kann hier schlafen. Yeah. Meine Pokémon sind wieder fit. Yo. Meine Pokémon sind wieder fit. Yo. Ja. Die Angst um alles ist wieder vorbei. Woohoo. Schalter drück. Wir weichen aber trotzdem aus, denn wer weiß, was jetzt noch kommt. Ich traue der ganzen Sache nämlich nicht. Ah, Top-Elixier. Da seht ihr, da drinnen wurde wohl Mew gefangen oder Mewtwo. Da steht ein riesiger Glasbehälter. Er sieht sehr stabil aus, aber weist einige kleine Risse auf. Irgendetwas muss mit voller Wucht mehrmals von innen gegen das Glas geschlagen haben. Ja. Hi, Ditto. Du findest einen Geheimschlüssel. Ja, toll. Okay, hier war kein Gegner mehr. Alles klar. Abmarsch. Bremsen. Weiter. Nein. Hier ist so schön viel Platz. Ein idealer Ort für meine Forschungsarbeit. Ja. Da bin ich ihm reingerannt. Yo, Angelo, was geht ab? Electek. Oh oh. Keine gute Kombination. Pokémon wechseln. Pikachu. Eine fette Elektroattacke und selbst Tauros, selbst Daubos würde das nicht überstehen. Sehr schön. Kreideschrei gut ausgewichen, Pikachu. So muss das. Jetzt zeige mal, was der Haken ist. Durchbruch. Wieder mal ein Donnerblitz. Ah, macht weniger Schaden als das Magnetillo. Das Magneton, nicht das Magnetillo. Und Durchbruch. Ja. Puh. Was mache ich bloß? Ja, keine Ahnung, was du machst. Aber ich bin froh. Ich hab's durchgeschafft hier. Wir haben überlebt. So, weißt du, schön war? Machen wir hier noch Nickerchen. Weil das Bettchen haben wir noch nicht benutzt.
Jetzt haben wir jedes Bettchen benutzt, außer das mittlere. Ciao. Was hier an Pokémon herumwütet, ey. Woo. Ey, einmal ein Ditto gefangen, kommen sie wie nichts anderes. Oh Gott, Alter. Jetzt kommen wir aber hier rein, oder? Ja. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? In dieser kommen wir gleich zu Frage Nummer 1. Jetzt noch nicht, Pyro. Dein Einsatz kommt erst ein bisschen später. Okay. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja. Bei dem Herrn, den du gerade gesehen hast, handelt es sich um Pyro, den Arenaleiter hier auf der Zinnoberinsel. Seines Zeichens Meister im Umgang mit Feuer-Pokémon. Dass du es hierher geschafft hast, bedeutet wohl, dass du den Geheimschlüssel ergattert hast. Damit hast du das erste Rätsel gelöst und dir verdient, in dieser Arena antreten zu dürfen. Aber Vorsicht, hier gelten andere Regeln. Neben Kämpfen musst du nämlich auch noch einige knifflige Quizfragen beantworten. Na gut, dann viel Spaß und verbrenn dir nicht die Finger. Okay, Leute. Wir sind zwar eigentlich noch nicht an der Zeit, ich würde aber auch für heute trotzdem Schluss machen. Denn das würde sonst einfach die Folge sprengen und wir machen das mit der Arena das nächste Mal. So richtig schön chillig. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.